Es werden immer mehr. Tausende Schuhe, exakt 16.744. Ein Paar für jeden der über 8.300 Toten aus der UN-Schutzzone Srebrenica. Die Schuhe sollen sich vor dem Brandenburger Tor zu einer Säule der Schande auftürmen, so sieht es der Künstler. Der Punkt und was wir hier damit thematisieren wollen, ist das unglaubliche Versagen der Weltgemeinschaft und im Besonderen der Vereinten Nationen, die damals Schutz versprochen hatten. Statt das zu tun, haben wir nichts, aber auch wirklich gar nichts unternommen, um den Aggressor fernzuhalten von der Schutzzone. Rückblick. Vor 15 Jahren war Srebrenica offiziell UN-Schutzzone. Doch die Blauhelme griffen nicht ein, als bosnisch-serbische Milizen im Juli 1995 die muslimischen Bewohner zusammentrieben und Männer und Jungen erschossen. Die Schuhe hat der Berliner Aktionskünstler in Bosnien-Herzegowina gesammelt. Im kommenden Jahr soll das Mahnmal fertig sein. Die Schuhe versenkt in einer meterhohen Stahlkonstruktion, die Buchstaben UN ergeben. Es wird in Srebrenica als ewige Mahnung stehen.